Paradigmas, das ist ein Stück, also was man als radikale Kunst vielleicht bezeichnen kann, also von meinem Begriff und Betrachtung, ist ein Kunststück, ist ein Gemälde mit ganz vielen verschiedenen Bildern. Ja, also das ist ja immer ein längerer Prozess, wie so ein Stück bei uns entsteht. Wir arbeiten dann, also erstmal haben wir das Thema Paradies Europa, dann sammeln wir erzählen alle viel und dann gehen wir aber auch relativ schnell in die Improvisation, arbeiten daran. Über die Puppen, also es sind zwei Workshops haben wir gemacht. Einmal mit einer Gruppe, Emil von Berlin, die machen Schaumstoffpuppe. Und die haben uns beigebracht, wie man das ausschneidet aus Schaumstoff. Und der Bewegung haben wir uns beigebracht. Also ich hatte keine Ahnung vom Puppenspiel, aber durch diesen Workshop habe ich ein bisschen Ahnung, wie das geht. Und der zweite Teil von der Puppe ist von einem Afrikaner von Mali. Also die Puppen, das sind die Puppen sollen ja afrikanische Menschen darstellen und wir waren dann mit Yaya und der ganzen Gruppe waren wir weg, sind wir aufs Land gefahren und dann haben wir da einen Workshop gehabt, haben mit ihm da Puppen gebaut, er hat uns gezeigt, wie das geht und war auch sehr interessant, jeder hat dann seine eigene Puppe gebaut. Die Afrikaner sind also die Holzpuppen. Und die Schaumstoffpuppen stehen halt für die Europäer, speziell jetzt auch in einer Szene nochmal sehr genau beschrieben von unserem Frontex, der die Grenzen zumacht. Das Material Schaumstoff ist ideal für die Figur des Europäers. Es ist einfach zu schneiden und zu bearbeiten, genau wie wir Europäer. Wir sind einfach schnell und effektiv. Und davor brauchen wir diesen Waffen. Diese scharfe Teppichmesser. Und diese heiße Klebepistole. Hallo, ich bin Fasad. Und bin bei Paradise Masters der Blogger. Der Blogger ist jemand, der beim Stück alle verschiedenen Ebenen mit durchlebt, durchgeht, beobachtet und dazu auch Stellung nimmt in einigen Stellen oder Sachen postet. Ist das nicht schöner, runterzukommen? Viele verschiedene Sachen passieren in Europa, Afrika oder auch auf anderen Ebenen. Ich wünsche uns allen eine gute Zukunft in unserem zum Glück vereinten Europa. Ja, ich glaube daran, Europa, das wird ganz sicher eine Erfolgsgeschichte werden. Denn wir bauen und gestalten unser Europa ja gemeinsam. Ich spiele immer für mich auch so gerne Privattheater und ich habe mal mit einem Freund aus Spaß in der Küche Angela Merkel und Sarkozy irgendwie so imitiert und da kam das dann eben auch als erstes natürlich. Nee, also das ist einfach so entstanden. Ich habe mir jetzt nicht nochmal Sachen von ihr angeguckt, sondern ja, einfach so, was ich von ihr immer schon so gesehen habe, hat man ja schon so einen Eindruck und dann haben wir das versucht rüberzubringen. Wir Europäer sollten uns endlich von unseren Komplexen befreien. Wir sind doch nicht für alles verantwortlich, was zurzeit in Afrika passiert. Wir haben doch auch gegeben. Wir haben Brücken gebaut, Straßen, Krankenhäuser, Schulen. Wir haben unser Wissen gegeben. Sie wollen Geld, 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 Geld und Ruf, 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 Ruf. Das ist ja Paradise Masters, Paradies, also hier, wir sind doch hier Europa und was wollen die Leute, die wollen Geld, die haben einen Beruf, so als Beispiel, dann haben wir irgendwas
uns nachgedacht. Ja, wir haben eben am Anfang dieses europäische, ja, wie soll ich das nennen, Illusion passt eigentlich ganz gut, weil wir eigentlich so, wir spielen ja mit diesen Stereotypen und mit diesen verschiedenen Vorstellungen von den verschiedenen Welten und dann einfach dieses ja, große Bild in der Mitte, wo diese zwei Schiffe aneinander vorbeifahren, das große europäische Schiff auf dem Weg nach Afrika und das kleine Flüchtlingsschiff auf dem Weg nach Europa. Und dann auf der, in der zweiten Hälfte geht es eigentlich um diese afrikanischen Illusionen, wo dann die Europäer hingehen, um eben die afrikanischen, ja, die afrikanische Kultur zu erforschen. Die meisten Szenen bei mir entstehen immer, wenn ich müde bin und dann müssen wir Impros machen und dann kommt irgendwie das Lustigste bei mir raus. Und da, das war auch irgendwie eine Impro-Szene und ja, dann kam halt dieser Akzent. Also ich weiß auch nicht, woher der kommt, ich kann das gar nicht sagen, ich frage immer so viele, aber der kam dann einfach so raus. So, hauptsächlich bin ich ja hierher gekommen, um zu helfen. Ich bin hier in Afrika, um zu helfen. Den armen, kleinen Kindern will ich einfach nur helfen. Komme ich hier an, nichts wird helfen. Die singen und tanzen und sind glücklich und fröhlich. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Also ich bin so enttäuscht darüber. Und dann auch die Sonne hier, ne? Gar nicht so warm, wie mir erzählt wurde. Super enttäuschend. Wir haben hier eine Verspätung. Satz, komm! Hallo, hallo! Mein Geld ist gleich alle! Ruf uns gleich zurück, okay? Wir brauchen Geld! Ruf uns zurück! Hey, hey, hey! Beruhig dich mal! Hast du ihn mal gefragt, wie es ihm geht drüben in Europa? Ich habe alles verkauft, dass er nach Europa gehen kann. Jetzt ist er erfolgreich. Nennt er sie weiße Frau, mag ihn weiße Kinder. Und wir brauchen Geld! Ist doch schön! Sei doch nicht so autoritär. Nicht schon. Die heutigen Tage, die Kinder haben einfach keinen Respekt. Die haben keinen Respekt. Wir brauchen Geld. Weißt du, was Hartz IV ist? Was? Ihr habt schon vier? Wir haben noch nicht mal eins. Ich bin auch Afrikaner. Ich weiß, nicht jeder hier in Europa hat es gut. Und wir, die Eltern, erwarten, dass wir ein bisschen Unterstützung leisten. Und wie es auch hier nicht einfach ist. Und ja, deswegen habe ich die Geschichte ein bisschen gezeigt, wie das läuft. Ich habe in Afrika jetzt Ländereien gekauft. So große Gebiete, fast so groß wie Südfrankreich. Da kann ich anbauen und machen, was ich will. So schön wie Diamantenhandel. Diamanten? Ja. Die sind auch so schön. Also ich habe mal angesehen, ja? 60 Karat. Ah. Ja. Ja, 60% des Landes in Afrika ist vollkommen ungenutzt. Ein Eldorado. Steuervergünstigungen für Import und Export. Und keine Auflagerechte. Keine Auflage bei der Arbeitsrechte. Ja, paradiesische Bedingungen. Sag ich dir. Also ich sag ja auch immer, wer arbeiten will, der findet auch Arbeit, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe auch nichts dagegen, wenn unsere Präzisionswaffen und Panzer in den richtigen Regionen verkauft werden. Und da schön richtig aufräumen.
Also, es ist mit ganz, es ist ein Stück mit ganz vielen kleinen Geschichten, die auch ineinander verflochten sind. Wie gesagt, wie ein Gemälde mit ganz vielen verschiedenen Farben. Jeder kann dieses Gemälde ansehen und die Kunst steht im Auge des Betrachters.